Die Cannstatter Kanne wurde beim großen Festumzug genauso präsentiert wie die Fruchtsäule, das Symbol des Cannstatter Volksfestes. Wie immer waren nicht nur Kinder und Erwachsene dabei, sondern auch Vierbeiner, wie diese schwäbisch-hällischen Landschweine der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Aus dem In- und Ausland kamen Musikvereine, manche sogar mit Showeinlagen. Einen Schwerpunkt bildeten Hochzeitszüge. 14 Gruppen, unter anderem aus Reutlingen-Betzingen, präsentierten historische Trachten, die früher bei Hochzeiten getragen wurden, inklusive des Aussteuerwagens mit den Habseligkeiten einer Braut. Beim Trossinger Hochzeitszug dominiert die Farbe Schwarz. Das ist die evangelische Bartracht und eben die Braut hat dann die Schappel auf. Wir haben vor 16 Jahren wirklich in dieser Tracht geheiratet. So. Sogar eine fahrbare Hausmetzgerei präsentierte sich dieses Mal in der Bad Cannstatter Altstadt. Fleisch und Wurst wurden direkt vor Ort verarbeitet. Weil der Umzug viel Geld kostet, hofft der Cannstatter Volksfestverein künftig auf eine Förderung der Stadt Stuttgart. Sonst sei eine solche Veranstaltung in Zukunft nicht mehr machbar.